Hallo und herzlich willkommen bei ARK. Heute ist mit dabei die Offline-Hexe Servus. und der Gina. Hi. Und Gina hat ja eine tolle Idee. Was heißt toll? Der will hier alles umbauen. Erst wollte er die ganze Hütte hier abreißen. Alles. Da waren wir aber dagegen. Ja. Zu faul. Ja, zu faul. Und jetzt haben wir die Tiere hier rausgeschmissen. Hier. Keine mehr Noch drin. sind welche oben. Ja, oben. Die bleiben mal oben erstmal. Nein, die müssen erstmal raus. Nee, warum? Warum? Weil wir hier die Rampe Ja, ich hab. erstmal doch Ja. wegmachen wollen und so weiter. Ja, das können wir ja machen. Das ist ja kein Problem. Aber die Tiere können trotzdem erstmal da oben bleiben. So, Ich und. hab's jetzt alle rausgeschmissen. Was, hast du alle rausgeschmissen? Das sind doch noch die Ja. Rapitoris. Drei Stück. Ah, vier, kannst du auch nicht zählen. Die anderen sind schon ohne. Ah, Ein so. Raptor-Ei. So, und. Ja, wir wollen hier eine Küche. Geronimo! Geronimo? Ach so, der schmeißt die hier raus. Da. Da. Ach, da unten sind sie. Ich springe mit ihnen zusammen in den Tod. Ja. Und Okay, an wie den Strand. gesagt, wir wollen hier unten eine Küche hinmachen mit Strom und Kühlschrank und wie heißen die Klimaanlagen? Die Klimaanlagen könnten wir ja theoretisch hier oben hinbauen. Und dank Theoretisch. unserem weiblichen Raptor haben wir jetzt auch endlich mal Raptoreneier. Ja. Die hatten wir die ganze Zeit schon. Wir hatten einen weiblichen Raptor. Ja, wir Ich dachte, haben. wir hätten nur Männchen gehabt. Nö. Wir haben zwei Männchen und der Rest sind Weibchen. Und von was hatten wir dann nur Männchen? Von den Den Galli. Argentavis. Ach so, da stimmt, da hat noch ein Weibchen gefehlt. Da haben wir ein Weibchen, aber Ja. das ist ein bisschen überfordert Ja, mit den ganzen Kerlen. die muss ich aufteilen. Also eine zweite Laura. Oh. Hm? Was? So, dann reiße ich jetzt hier erstmal eine Wand ab. Das ist so traurig. Ach, Scheiße. Die Wand abreißen. Da reißt er noch die falschen Hände ab. Das ist ja auch Scheiße. Die Wand abreißen. Das besser. Irgendeine wird's schon sein. Ja, die. Ja. Genau aus diesem Grund habe ich gesagt, vorher schon, wir reißen einfach alles ab. Nein. So. Na Dann baue gut, ich die nämlich. Wand hier können, da können wir ja einen Durchgang lassen. Wäre ja auch nicht schlimm. Dann baue ich nämlich hier erstmal die Tür rein. Kannst du offen lassen. Nein, hier kann man doch eine Tür Okay. reinbauen. Man muss ja ständig Türen auf und zu machen. So ist Macht doch auch gut. nichts. Hier soll keine Tür rein. Hier soll keine Tür rein. Geh raus. Na, Ach jetzt ein so, Sitzstreik. es gab ja ein neues Update und die Center Map ist jetzt als Standard Map mit drauf. Und was wir festgestellt haben, das kann ich auch hier zeigen, man kann jetzt im PvE einfach die Leute verkloppen, ohne dass sie es mitkriegen. Sie kriegen keinen Schaden, man kann sie mit Pfeilen beschießen, die werden nicht mehr betäubt, passiert eigentlich gar nichts. Nichts passiert. Irgendwie ein bisschen langweilig. Und die komische, wie heißt das mit der Kette? Die Die, Steinkette da. ja, die Fesseln, die Fußfesseln, hätte ich Ja, beinahe gesagt. funktionieren auch nicht. Die Fangsteine. Genau, die funktionieren auch nicht mehr. Und Handschellen, keine Ahnung, im PvE. Ja, zumindest, also die Fangsteine funktionieren nicht, funktionieren halt nur bei Wildtieren. Kannst du jetzt nicht mehr so Ja. bei anderen Leuten machen. Sonst konnte man sich immer mal selber fangen, aber das ist alles vorbei.
So, und was wir noch festgestellt haben. Die werden noch dran arbeiten, denke ich mal. Ja, bestimmt. Man kann jetzt Pinguine aufheben. Pinguine und die Mistkäfer und die Dodos, die kann man jetzt auch alle aufheben. Sie haben einen Mistkäfer bestellt. Wo sind Sie denn? Hallo, hier ist der Postbote. Wo sind Sie denn? Ich bin hier oben auf der Plattform beim Tor. Ja, da, man sieht's jetzt. Kann man Mistkäfer rumschleppen. Ja, und jetzt hier halt der große Umbau geplant. Oh, Sitzstreik ist beendet. Zack, Tür rein. So. Weißt du So. was? Dafür kacke ich dir vom Koffer. Mach doch. So. Das haben wir schon mal raus. Dann müssten wir hier oben wieder eine Decke reinziehen. Ach nee, wir könnten ja theoretisch die Wand hier auch noch abreißen hier. So, das noch abgerissen. Und da oben den zumachen. Dann steht der Räucherofen ein bisschen blöd. Ja, den kann man ja dann einfach Hätte ich ihn abreißen. da hier in die Ecke gesetzt, vielleicht. Naja. Ja, können wir ja noch machen. Ist ja nicht das Problem. Das sieht man auch den Piller nicht mehr. Genau. Kann man den echt auf den Piller dann setzen? Ja, dann sieht man den Ja. nicht Ja, mehr. das ist gut. So, dann machen wir das nämlich hier oben zu. Brauchen wir zwei Wände. Steinwände. Sascha, vergiss nicht, lass uns erst die Leitungen ziehen. Das ist doch Schnickedänzerchen, die wir uns für den Rest sparen können. Ja, wir müssten erst einmal uns überlegen, wo wir alles hinbauen. Wir müssten eigentlich erstmal alles hinstellen. Und Erstmal unsere die Leitung. Leitungen. Und unsere Erst die Leitung. Leitungen. Ja, das ist ja unsere Leitungsbauerin, Offline-Hexe. Ja, ich müsste nur wissen, wo ihr die hinhaben wollt. Also, wo wollen wir unser Stromaggregat hinstellen? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Am besten nicht so nah hier, sonst haben wir halt dieses Gebrumme von dem Ding. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen laut, das gute Stück. Wo wollen wir das hinstellen? Theoretisch da, wo du stehst. Da könnte man sich dann eine kleine Hütte hinbauen. Oh. Ich dachte erst hier ins Eck, wo der erste Schrank steht, Ja, vom Dünger. können wir auch hinbauen. Es braucht nur eine Foundation groß zu sein. Da eine Tür davor, ringsum zu und patsch. Ja. Ja, die Leitung ist ja auch gar nicht so schwer, wenn wir hier draußen schon haben. Muss ich einfach verlängern, vorne abbiegen oder geradeaus, je nachdem, wo ihr sie hinhaben wollt, und dann ist sie wieder fertig. Ja, Gina hat nämlich schon vorbereitet. Die Leitungen liegen alle hier in dem Holzschrank. Die kannst du dir rausholen. Ja, ich muss nur Das sind wissen. die. Moment, Das sind das sind die Stromleitungen. Stromleitungen. Ja, die Die braucht man. Wasserleitungen konnte ich nicht bauen. Nee, das macht Offline-Hexe, die hat die gelernt. Ja, wie gesagt, muss nur wissen, wo ihr die hinhaben wollt. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. So. Okay. Also machen wir hier den ersten Schrank leer. Ja, ich glaube, wir müssen beide abräumen. Weil guck dir, die steht ja zur Hälfte auf der einen Foundation sowieso drauf. Ja, warte, dann nehme ich alles raus. Da ist sowieso leer. Der ist leer. So, abreißen. So. So, und dann den Stromaggregat dahin. Wollen wir nicht lieber erst die Holzsache hier ersetzen durch Stein? Ja, können wir auch machen. Hast du
So zwei, drei Foundations. Kann ich herstellen. Vier Stück. Okay. Sind das Foundations oder sind das Decken? Das sind, warte, Decken. das können auch Foundations. Nee, das sieht aus wie Decken. Decken. Ich hab's doch gebaut. Ich weiß doch, was da sitzt. Ja, Hier ich ist auch noch sag eine. Gamma. Außen. Also eins, zwei. Also fünf brauchen wir. So. So. Jawohl. So, und dann baue ich jetzt da das Stromaggregat hin. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh, das Weg. Stromaggregat steht schon mal. Hast du vorher das Kreuz gesetzt? Ups, hat mich zurückgesetzt. Das ist hübsch. So, warte. Wo ist das Kreuz und den ganzen Rotz? Erstmal holen. Stromkreuz dahin, Steckdose dahin, gerade Stromkabel dahin, senkrechtes dahin und schräges dahin. Ich glaube, wir brauchen erstmal nur die Waagrechten und das Kreuz, denke ich. Ja. Hoffe ich. Das werden wir jetzt sehen. Und snappt es. Mehr schlecht wie recht. Die sieben. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Man muss erstmal eine Senkrechte nach oben setzen. Sonst geht's nicht. So. Dann setze ich da oben das Kreuz hin. Ja. So. Jetzt nach innen. Ey, auf Platz, Digga. Oh, prima. Nach oben setzt es hin. Ja. Ja, es müsste ein Stück auf der anderen Seite durchgucken. Ja, es ist direkt überm Grill kommt's raus. Okay. So, kann man das vielleicht noch? Ach nee, da müsste ich da ein Kreuz hinsetzen. Das geht bestimmt.
Ja, natürlich geht das, aber. Sehe ich so ein Kreuzchen? So, warte mal. Wollen wir es unter die Decke ziehen? Brauchen wir es eigentlich gar nicht, oder? Nee, ich wollte es ja in. Oh, warte mal, oder so? Ich baue das erst mal so. Ah, prima. Ich hab's. Haha. Siehst du es? Ich sehe Strom im Grill. Ja, okay, das stimmt. Aber guck mal am Boden. Okay. Nur ganz leicht zu sehen. Ja. Muss gut. Hier kommt's raus, scheiße. Ach so, weil das jetzt Foundations hier sind. Genau. Dann guckt so ein bisschen So. oben drüber dann. Naja, gut. Da kommt die Couch hin. Genau. Diese Kühlschränke, wo wollen wir die hin machen? Ja, am besten, hm? Hier, wo die Steindecken sind, das Fundament, hier so entlang. Ja, können wir machen. Aber dass der Nebel so heftig über dem Boden auch hier in der Base ist, ist doch auch neu, oder? Nö, das ist eigentlich schon länger. Dann war ich noch nie hier, wo es Nebel war. Neblig war. Mal direkt vier Stück nebeneinander. Jo. Mach wie du denkst. Oh, schön gerade. Oder erst die Steckdose. Wie mache ich dann? Soll ich denn die Steckdose hinmachen? Die müsste ich auf den Boden setzen. Ja, ich dachte, dass du das hier hinsetzt, bevor du den Kühlschrank setzt. Ich glaube, da brauchst du noch ein waagrechtes, ne? Ja, Ein gerades. ich hab hier noch. So, wo sind denn die Steckdosen? Ach, da sind sie doch. Die 5. Hä? Ach nee, die 8. Ja, die Steckdose muss ja ans Kabel. Ja. Okay, da muss ich dann noch. Kühlschränke, die snappen dann. Ja, genau. Genau, jetzt dürften sie alle angeschlossen sein. Ja, sind sie auch. Warte, ich mache jetzt mal. Warte, Machen wir warte. mal Probelauf. Warte, warte, warte. Was willst du noch hinstellen? Ja, den fetten Kühlschrank, so. Prima. So. Na dann wollen wir mal Power geben. Ja, gib mal Jummi, Schummi. Hey. Geht. Kühlschrank läuft. Supi. So, aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Ciao, ciao.